Am Montag startete für Österreich sentimentale Slalom-Favoritin Malis Schild die Mission Sochi. Olympiagold ist ihr letzter großer sportlicher Traum. Sie versucht locker zu bleiben. Alles, was ich noch erreichen kann, ist eine Draufgabe. Ich hänge jetzt nicht mein restliches Leben dran, ob ich da jetzt Gold gewinnen kann oder ob ich noch Medaille gewinnen kann. Dadurch, dass Österreichs Alpine durch Anna Fenninger im Super-G und Matthias Mayer in der Abfahrt bereits 2 Goldmedaillen einfahren konnten, ist auch der öffentliche Druck geringer. Auch für Schild? Nein, ich muss ehrlich sagen, für mich ist das jetzt relativ egal, weil ich feiere für mich. Natürlich auch für Österreich da unten, natürlich will man da auch was beitragen. Aber im Endeffekt für mein Rennen bleibt alles gleich. Zuletzt bereitete sich die Siegerin von 35 Weltcup-Slaloms mit ihrer Schwester Bernadette in den Salzburger Bergen auf Olympia vor. Ein Olympiapodium mit 2 Shields, ein Traum. Ja, es war natürlich super. Ich habe ja schon ein paar Medaillen, aber für sie war es die erste. Das war natürlich toll, wenn wir das teilen könnten. Bis zum Damenslalom am Freitag will sich Malis noch den Feinschliff auf russischem Schnee holen und entspannen, um dann noch einmal ganz groß zuzuschlagen. Ich weiß, dass ich es drauf habe. Und schaffen kann ich es eh noch, wenn ich locker bleibe. Und deswegen siege ich das auch relativ gelassen diesmal. Nur ihr zuletzt etwas angeschlagener Rücken könnte Schilds Olympiatraum einen Strich durch die Rechnung machen. Etwas, das der Salzburgerin aber keiner wünscht.